Gude und herzlich willkommen im Format Farm and Travel im Landwirtschaftssimulator 22 hier auf der Land of Italy, einem neuen Projekt. Und es ist sozusagen, der Download ist noch nicht ganz komplett und ich nehme euch mit rein. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich das dann bringe am Ende des Tages, weil so eine Einrichtung von einem Spielstand natürlich immer viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch so ein bisschen die Intention und die Gedanken dabei auch wichtig sind, nehme ich euch jetzt einfach mal mit, was ich mir da so bei gedacht habe. Und was wir hier machen werden in Zukunft, wir sind nämlich, die inhaltliche Klammer ist, dass wir von der Mappa Italia hierher gerufen wurden um Hilfe, um dem BGA-Betreiber Petro, das ist nämlich unser Onkel, der Petro, Der braucht Hilfe hier, um die BGA zu betreiben und seinen Lohnerbetrieb. Das bedeutet, wir werden hier als Lohner sein und als großer BGA-Betreiber. Und dementsprechend will ich das Let's Play aufsetzen und Maschinenpark etc. auch soweit so aufsetzen. Ja, dementsprechend legen wir jetzt erstmal los. Ich habe so viel Gedanken im Kopf, ich muss die sozusagen abladen. Als allererstes, das wird mit eines der krassesten Geräte sein, die wir benutzen werden. Ich habe auch dazu einen Auftrag schon angenommen. Also ich weiß, sorry für die Ungeordnetheit in meinen Gedanken und in meinen Gesprächsverlauf jetzt in nächster Zeit, aber das ist so viel, da musste ich jetzt einfach mal loslegen, hab auf Recording gedrückt und würde mich freuen, wenn ihr schon mal ein Like für diese Map aushaut. So, brauchen wir eine Tasse? Naja, BG-Tasse brauchen wir nicht. Das ist ein sehr spezieller Big M. Werdet ihr gleich noch sehen. Wir nehmen Gelb. Die Ausstattung. Jetzt kommen wir nämlich zur Ausstattung. Wir haben hier hinten ein Zugmaul und eine Zapfsäule. Dadurch werden wir extrem schlagfertig. Noch kurz um. Jetzt kommen wir wieder. Gedanklichen Sprünge. Kein Mais Plus. Precision Farming ist am Start. Wir werden keine Tiere haben. Erstmal. So, und wir bleiben bei dem Standard. Oder nehmen wir das Rot? Ich glaube, wir nehmen mal das Rot. GPS nehmen wir mit. Was sind die Abdeckung? Was sind die Abdeckung für eine Farbe? Ach, das sind die Tücher. Nee, die lassen wir im Standard. Das rote Kron ist schon auffällig genug. Und wir starten Rinne. Das ist... Ich glaube, das finde ich irgendwie cooler. Keine Ahnung. IB würde ich lassen. Wir machen hier 449 für die PS. Und dann ist es natürlich PD. PS für Petro Service oder Servi. Müsste ich mal gucken, wie das dann auf Italienisch heißt. So, das ist schon mal unser erster Kauf geliefert. So, dann haben wir Mähtechnik abgehakt. Das ist nämlich auch krass abgehakt. Dann gehen wir rein, Feldhäcksler. Wir sind in Italien, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Unser Maschinenhändler, müssen wir uns auch noch einen Namen ausdenken, hat
New Holland, Same, alles so, ne? Kommen wir aber gleich zu. GPS nehmen wir hier mit rein. Wir gehen hier auch auf Michelin. Was haben wir hier? Breitreifen. Breitreifen, Bodenschonung. Kaufen. Und dann würde ich dazu gerne die Kombination mir anzeigen lassen. Und da gehen wir auf das hier, auf das 7,50 Meter, die Schläge. New Holland Ankupplungstyp. Kaufen. Ich hätte gern den. Ach, guck mal. Ah, ne, ich muss hier hin. So, welchen haben wir jetzt? 750 haben wir, ne? Ja, ja, 750 haben wir. Kaufen. So, und dann fehlt uns noch, also wir haben Grassilage. Wir haben Mais-Silage, können wir jetzt machen. Und dann brauchen wir noch Mähdrescher. Und da werden wir nichts Italienisches nehmen, weil dieser Kollege hier ein bisschen spezieller ist. Der hat verbaute Displays drin. Hoffe ich. Dieses Display müsste animiert sein. Wenn ich nicht den falschen hier auf den Spielstand gezogen habe. Das wäre mal. Wir nehmen aber auch keinen großen. 6 Meter ist okay. Aufstiegsleiter Standard, Klapper. Wir nehmen Standard. Fehlscanner. Nummerierung, nein. Wobei doch, wir sind Lohner, wir nummerieren mal. Ne, keine Demotor. Ich glaube. Ich will die Tülle nicht schwenken. GPS. Wie viel haben wir denn? 9000 Liter, das langt. Die Schläge sind ja nicht so groß und wir werden auch speziell sein, was wir haben das Kennzeichen bei dem Ding gar nicht gemacht, ne? So, wir werden speziell sein, was die Geschichten angeht. Bei, das ist zu groß, 10 Meter, sage ich ehrlich. 12 Meter, das ist viel zu groß. Wir werden speziell sein bei der Abfahrttechnik. Ich würde gerne hier jetzt was Kleineres, gibt's nicht, oder was? Ist ja Wahnsinn. Da müssen wir auch nochmal nachlegen. Ich glaube nicht, dass wir 10 Meter brauchen. Das kriegen wir auch hier nicht über die Karte gezogen. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen anders reingehen. Ach, guckt mal hier, da wird schon wieder interessant. Ich habe viele italienische Mods mit draufgenommen. Das Ding ist ja riesig, Digga. Bordwandhöhe 1,50 Meter. Aber so weit sind wir noch nicht. Das Ding ist auch riesig. 50 Kubik. Brauchen wir wahrscheinlich alles gar nicht. So, dann machen wir mal Platz. Wo ist denn? Oh nein. Wo ist denn der? Habe ich den nicht gekauft? Der ist hier gespawnt. Okay, da war hier wohl kein Platz mehr. Weil der Trigger ist eigentlich hier. So, dann hüpfen wir mal rein. Uiuiui. Und fahren den mal auf Seite. Das wird unsere Cash Cow. Ich sag's euch. Ballenaufträge. Ja. Richtig. Vorwärts. Dann fahren wir mal jetzt ganz schnell und unordentlich. Quick and dirty. Hier rein. Und
Den Häcksler bauen wir mal zusammen. Oh, einen schönen Sound eigentlich. Da dran, ja. Eigentlich habe ich Manual Attach an. Ist ja interessant. Wollen wir gleich mal sehen, ob wir gleich das erste Problem mit Manual Attach bekommen. Ja, dann müssen wir raus. Da waren Schläuche. Okay, gut. Dann heben wir es an. Aha, da müssen wir... Ist das dann auch richtig? Nee, ich muss es ablassen. Okay. Dann ist es in... sozusagen in Transportstellung, glaube ich. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich jetzt hier was Falsches erzähle. Wie gesagt, ich fuchs mich in die Thematik rein. Den stellen wir mal hier hin. Genau. Gut, den Lexion hole ich dann offscreen. So, jetzt kommen wir zu unseren Schleppern. Und da wir im Lohn arbeiten, werden wir nicht mit kleinen Kompaktratoren anfangen, sage ich euch, wie es ist. Wir werden in dieser Gegend rummachen. Da ist die Frage, East Europe, haben wir den noch drin? Ne, haben wir nicht. Okay, ich habe den mir gezogen. Der muss, das ist ein Muss. Also, er ist ein Muss. Für dieses Let's Play ist es ein Muss. Da kommen wir nicht drum rum. Dann nehmen wir Zwillingsbereifung, brauchen wir nicht. Standard. Reifensound. Mechanische Hinterarme. Wir sind schon hydraulisch unterwegs. Niedrige Luftfilter. Nee, wir nehmen niedrige Luftfilter und Standard. Mit Kotflügel, wir wollen damit auch auf der Straße fahren. Wir nehmen die Gewichtehalter. Wir nehmen den hier. Interactive Control. GPS gab es in dem noch nicht. Und da haben wir 180. Okay, kaufen. Das ist Numero Uno. So, wir brauchen dann drei Schlepper. Drei Schlepper ist so anvisiert. Muss ich gucken, wo die anderen sind. Hier sind sie nicht. Dann waren die hier auch. Ich glaube, die haben extra Pack, oder? Na, ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, was ich holen werde. Wir werden auf jeden Fall erstmal den großen Same T5 holen. Ui, was ist denn das? Ich glaube, hier ist irgendwas kaputt. Kann das sein? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ja. Ich habe die nicht richtig gedownloadet. Kann das sein? Da habe ich irgendwas vergessen. Ah. Da muss man halt einfach lesen. Schlecht. Was haben wir hier?
250 PS. Haben wir hier dasselbe Problem? Jupp. Aber. Jupp. Ich habe irgendwas vergessen zu downloaden. Okay, also wir werden uns auf jeden Fall. Gehen wir auf 4 Schlepper oder auf 3 Schlepper? Ne, wir gehen auf 3 Schlepper. Wir holen uns den Fiat, den Same, den großen, mit 286 PS, irgendwas dazwischen drin. Und unser größter Schlepper wird der T7 315 HD. Von Marmeladenbrötchen ist einfach ein Hammerding. Blue Power, was ist Blue Power? Nehmen wir Blue Power. Das ist die Lackierung. Auto Command brauchen wir. Nehmen wir Trelleborg. Wir gehen hier auf Michelin. Nehmen wir Radgedirbichte. 3 7 10er. Wir nehmen die hier, oder? Gibt's da noch mehr? Nee. Doch, die 900er. Wir nehmen die 900er, da kriegt den 900er mit Radgewichten und kriegt den vollen Reifensound. Kotflügel, ja. Kriegt eine leichte Verbreiterung. Nicht, dass die Carabinieris mit uns ein Problem haben. Dann kriegt er hier volle Rundumleuchten und Warntafeln auch. Der kriegt nämlich einen riesen Anhänger dazu. LED überall, Kameras auch, in der Heckscheibe, New Holland, ja, nehmen wir mit, oder? Frontzapfwelle, ja. Was ist denn der Startknopf? Wo kann man denn hier sehen? Naja. Das ist ja irgendwie selbstverständlich. Radreflektoren, nee. Extra Monitor nehmen wir mit. Händlerbeklebung ist leider halt nur Scheibenaufkleber. Hier unten, ja. Wir nehmen den Isaria natürlich mit und GPS. Und hier klatschen wir die 300 rein. So. Yes, okay, gut. Kaufen. So. Dann fahren wir die zwei Kollegas auch mal auf Seite. So ein geiler Mod. Dashboard Live ist natürlich auch am Start. Wir fahren den mal hier rein. Wir sind übrigens für die Lohnarbeit schon ausgestattet, ne? Immer wie im Mappa Italia Projekt. Haben wir natürlich einen weißen Bart mit der Brille, aber wir sind mit von Krone ausgestattet. Haben einen schönen Sinn für hier die Arbeit auf dem Feld. Schön am Start. Oh, der Sound. Perfekt. Der passt hier auch perfekt rein. Guckt es euch an, als wäre es ausgedacht. So, den Same holen wir dann, wenn ich den Download richtig geschafft habe. Und jetzt kommen wir zum Transport. Und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Ich habe hier einiges mitgenommen, wie ihr sehen könnt. Und eigentlich habe ich gedacht, okay, ich gehe mit so einem.
Vor allem brauchen wir den für die Ballen-Action. Haben wir den auch mit Autoload? Zurück. Aber ihr habt ja gesehen, an der BGA gibt es gar nichts an Silos. Und ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Wir werden arbeiten mit Containern. Habe ich auch noch nie gemacht. Wenn wir mit Container arbeiten, brauchen wir ein IT, also einen Hakenlift. Also ich glaube, der Kollege hier ist auf jeden Fall gesetzt. Auch in Rot, schön alt. Wir können hier noch einen schönen Aufkleber drauf machen. Hier das Blau, weil es passt zur BGA. Ohne Spoiler, ich finde den übelst hässlich. GPS brauchen wir nicht. Hauptfarbe lassen wir. Der 381 PS. Start. Kaufen. Und jetzt zurück können wir natürlich den auch. Da bin ich mal gespannt, ob die Dinger zusammenpassen oder ob der nicht zu groß ist. Was haben wir da für Farben? So ein Azul wäre natürlich wild. Abdeckung. Ja, wir brauchen eine Abdeckung. Ich kaufe das mal. Und dann schauen wir mal, ob das cool ist. Na, okay, die sind hier gerade ein bisschen. Wir brauchen halt mit den ganzen Containergeschichten brauchen wir halt Platz. So. Und jetzt müssen wir hier mal kurz. Oh, das sieht aber cool aus. Hier auf Empty, Full. Gefällt mir schon mal. Und der ist halt hier drin auch ein Schmuckstück, ne? Das ist alles animiert. So. Vertont. Ausklappen. Ich fahre mal mit Tastatur. Dann klappen wir den mal wieder ein. Und dann bin ich mal gespannt, ob der zu lang ist oder ob der passt. 35 Kubik passen hier rein. Ist ein bisschen zu groß, oder? Ist ein bisschen zu groß. Ist ein bisschen zu groß. Ich lade den mal ab und dann, es gibt für diesen IT, für den Fiat gibt es auch ein Pack, das hier. Und wir vergleichen einfach mal die Länge. Hauptfarbe. Aber der hat halt keine Abdeckung. Ja, der ist schon viel größer. Wir schauen mal. Voilà. Das wollte ich gar nicht. Wollte denn das. Na, das wollte ich auch nicht. So. Wie kriege ich den jetzt? Wenn wir das nur mal anschauen. Wie krass. Hallo? Ja, okay. Ich habe das Lenkrad noch dran. Dann fahren wir mit dem Lenkrad. Dann müssen wir uns nämlich was anderes überlegen. Klapp dich mal ein. Also das haben wir ja nicht falsch gekauft. Aber da drin können wir nichts lagern. Und das sieht halt viel besser aus. Nee, da muss das andere weg. Das muss weg. Der Kollege hier, den verkaufen wir gleich mal wieder.
Schade. Verkaufen. So, dann ergibt es natürlich Sinn, dass wir nicht den, ich brauche den großen. Habe ich den großen irgendwo? Hier habe ich den. Habe ich den als Zugmaschine? Nee. Ich brauche den als Zugmaschine. Den Turbo. Aufkleber. Den hier. Ohne Spoiler. Zugmaul hinten. Das nehmen wir nochmal mit. Und da hat auch... Ja gut, den müssen wir jetzt irgendwie... Den aberkennen wir jetzt mal ein PS. So, und jetzt müssten wir mal gucken. Es ist sehr hügelig auf der... Und hier haben wir die Geschichten. Kipp, Container, Anhänger. 20 Fuß, 30 Fuß. Der ist zu groß, glaube ich. Der 40 Fuß Container. Da haben wir auch noch Hakenlifte. Die haben aber alle keine Plane. Na, die kann man theoretisch... Wobei, so viel regnet es ja bei uns auch nicht. Was wollte ich denn jetzt gucken? Nach diesen Containern, ne? Sind die hier nicht aufgeführt? Wo kann ich die dann kaufen? Sind die hier? Nee, oder? Gibt ja gar keinen Sinn. Nee. Bei divers, oder? Ja. Was passt denn hier rein? 44.000 Liter. In die 30 Fuß, da ist die Frage. Ich weiß nicht, was wir so runterholen werden, um es zu storen. Ich glaube, da machen wir uns jetzt Gedanken drüber. 27 Kubik. Na, ich glaube, wenn, dann wird's hier. Die Geschichte. Fragen über Fragen über Fragen. Was ist denn das hier? Also, das ist eine Forma. Aber warum sind die denn bei divers alle gelistet? Da fehlt immer noch was, ne? Ja, da fehlt noch was. Gut, also, wir machen aber eins noch, bevor ich dann mal ein Päuschen mache. Wir werden uns einen fetten Anhänger holen. Und zwar den hier, der schafft 60 Kubik, Leute. Und da geht alles rein. Den werden wir zum Abfahren nehmen. 60 Kubik, bitte. Volle Lotte will ich den haben. Ist halt ein Abkipper, ne? Ist halt auch wieder gefährlich. Michelin ist okay. X, was ist denn X? Wir nehmen die mal. Double Lights. Ne, Double Lights brauchen wir nicht. Abdeckung auf jeden Fall. Wir wollen die ja storen. Und wir hauen so ein Azul. Und ein New Holland. Ne, das ist ein wildes New Holland Blau. Wir haben noch ein Grün in dem Logo. Genau. So, und wir schreiben jetzt hier rein 0,60 Kubik.
So, und das schon mal. Damit sind wir schon mal saugut ausgestattet. Das ist ein riesen Anhänger. So, und was wir noch kaufen, müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Das, bevor wir einen Cut machen. Ist. Oh, ich glaube, wir gönnen uns sogar zwei Pressen. Aber die können alle nicht wickeln, ne? Wir brauchen zwei Pressen, brauchen wir. Wir brauchen eine Presswickel-Kombi. Und ich will auf jeden Fall. Die Hästen macht auf jeden Fall Sinn. Die müsste nämlich noch. Da gibt es noch bei den Kombi. Nee. Oh, das muss ich downloaden. Ballenrutsche. Die hat nämlich einen Stacker eigentlich. Ja, der Lizard-Akkumulator. Den muss ich nochmal suchen. Hoffentlich kriege ich den. Okay, dann machen wir hier auch das nicht. Und dann nehmen wir aber. 125er können die nur. Und hier 1,50er. Nehmen wir da aber kein Fend. Nehmen hier 1 Folienfarbe. Nehmen wir auch hier blau. Die machen wir auf jeden Fall. Dieses wird in Kombi gehen mit dem Krone Big M. So, und wir brauchen hier 100 Fetch PS. Zack. Okay, kaufen. Gut, ich würde sagen, ich glaube, man kann so ein bisschen nachverfolgen, was ich hier erziele und auf was ich hier spielen werde. Man sieht halt, ich habe mir das High-End HD-Textur-Paket geholt. Also das 512 Pixel. Und du siehst den Unterschied von der Map zu diesen Anhängern. Welt. Ja, ich mache mir Gedanken, zieh mir nochmal die Mods rein für den Same. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt ein bisschen Experiment. Ist wenig Let's Play. Aber ich glaube, es ergibt Sinn, auch euch mal damit mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Rest Donnerstag, ein schönes Wochenende und ansonsten, wie immer, Leute, lasst es euch gut gehen. Tschüss.